so süß aus. Ich wollte es nur erwähnen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battleblock Theater zusammen mit The Lion. Hallo! Ewig nicht gespielt und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist meine Schuld. Lumi lebt noch. Ja. Die ist nicht im Gefängnis gelandet, wie alle vermutet haben. Nein, die Lumi studiert tatsächlich das erste Mal seit Jahren wieder. Also so richtig. Die studiert das erste Mal seit Jahren. Es fühlt sich zumindest so an. Also, ich glaube, einer muss darüber. Ich weiß überhaupt nicht, was wir machen müssen. Einer muss vielleicht jetzt darüber laufen, dann musst du da stehen bleiben oder ich rüberkomme. Aber. Also, du musst jetzt heute für uns beide denken, weil mein Gehirn ist sowieso. Ich bin zersägt worden. Ein zersägtes Einhorn. Ist so flauschig. Ich bin immer noch ein zersägtes Einhorn. Verdammte Kacke. Hier haben wir wenigstens so halbwegs und endlich viel Zeit, oder? Ja, bis jetzt haben wir noch endlich viel Zeit. Lassen wir uns jetzt so viel Zeit beim unendlich viel Zeit lassen. Scheiße. Begann ich ja, so was. Au. Wo man sich beeilen muss. Oh, man hätte sich natürlich festhalten können. Guck mal, ich kann doch noch was. Nee, ich nicht. Ich nicht. Dankeschön. Jetzt aber nicht. Ja, dass das so laufen muss, kannst du auf mich draufspringen, oder? Nee. Kannst du mal alleine hochschaffen, ne? Ja, ich schaff das. Das kannst du jetzt nämlich auch. Ja, das mit den Blasen. Danke. Da hab ich getroffen. Willst du mal aufhören, das noch schwieriger für mich zu machen? Da ist meine Blase. Ach, kämpf doch einfach weiter. Ich dachte, ich hätte die auch aktiviert gerade vorhin, aber irgendwie nicht. Du musst nur B drücken. Ohne irgendwas. Nee, du hast einen Frosch. Du musst nochmal tauschen, die Waffen. Oh, ich bin ein Frosch, ich wollte die Blase. Toll, warum landest du jetzt bei mir und ich nicht bei dir? Hier. Weil du gehostet hast. Hätte ich mal bloß nicht gehostet. Nein! Ja, shit. Also ich schaff das. Ja, jetzt so, bist du bei mir jetzt oben. Jetzt bin ich bei dir, immerhin. Ja, schubst mir erstmal einen Roboter. Ja, danke. Verdammt. Hat nicht so gut funktioniert. Verdammt. Don't die. Ja, danke für den Hinweis. Ach, jetzt haben wir immer noch diesen Spaß, dass immer nur einer irgendwie was heben kann. War doch mal was. Das ist schon immer so. Wir sind wieder am Anfang, okay. Er ist hier lang. Irgendwie, oder? Nee. Oh, damn, falsches Timing. Komm schon, schalt Lumi, du kannst da rechts hochspringen. Was? Ja, nicht, wenn du mich stoppst. Ich will dir helfen. Stell dich doch auf mich. Auch. Hilf mir. Du musst dich auf mich stellen, sonst klappt das nicht. Oh, ups. Stell dich doch mal auf. Aber ich rutsche an dem Kram ab. Ja, dann müssen wir immer wieder springen. Vielleicht schiebe ich lieber dich hoch und komm danach. Oh, verdammt. Das ist echt nicht so easy, wenn man lange nicht gespielt hat. Ich gebe es ehrlich zu. Aua! Ich will dir helfen, würde ich auch. Das liegt nicht ein oder einfach kaputt. Guck mal, wie es dich anguckt dafür. Ich guck's mir nicht an, dann werde ich traurig. Aber ich habe es immerhin jetzt so halb geschafft. Wir müssen beide da oben sein. Ja, da müssen wir beide sein. Oh, toll. Oh, ich lebe ja noch. Warum lebe ich noch? Du lebst wieder. Jetzt nicht mehr. Toll, ich lebe die ganze Zeit dort wieder? Okay. Jetzt toll. Nicht mehr. Jetzt, wo du oben bist, belebst mich unten wieder. So wird man zu hoch geschleudert. Ich glaube, wenn man es alleine macht, geht's besser.
Hey. Komm her. Wir haben das. Ull. Gibt's noch einen Geheimweg? Ullknäuel. Du musst bestimmt auch wieder irgendwie werfen, oder? Oder so. Ja, ich hab mich geopfert. Nee, ich lebe ja noch. Man kann sagen, opfern. Ich hätte mich auch geopfert. Ja. Opferschnopfer. Wolltest du jetzt noch nachholen, oder was? Das Opfern? Ja. Warum geht's denn nach oben? Da oben ist noch ein Stein. Wie oft willst du dich noch opfern? Hör auf, dich auch noch über mich lustig zu machen. Du bist überhaupt kein süßes Einhorn. Du guck, wie ich gucke, ich bin süß. Du bist garstig. Ich bin süß. Ups, das wird zu weit. Nein, wo schiebst du es hin? Was tust du? Holst du hin? Ich glaube, wir müssen es ein Stück hochbringen. Aber es kann nicht hoch. Ich kann nicht damit springen. Moment. Jetzt kannst du es hier. Nicht auf mich. Jetzt kannst du es da hochwerfen. Wie werfe ich es denn hoch? Mit B. Ah! Oh. Oh. Irgendwie finde ich den Tintenfisch dämlich. Welchen Tintenfisch? Ach, dein Schnauzer. Ich hab mich selbst erworfen. Brauchen wir das überhaupt? Der Knopf da, wo du gerade drauf standest, der. Warte, brauchen wir das. Du stehst direkt über dem Knopf. Ach, da! Ah, I see. Ja. Ich hab mich wieder erworfen. Ich wollte ihn eigentlich unten durchbringen. Bring mal nach rechts. Ganz nach rechts, würde ich sagen. Du kannst nicht hier hoch. Über zwei. Mussten nehmen. Aber er bleibt nicht drauf. Nein, das ist ja auch richtig, aber wir müssen jetzt hier eine Treppe sozusagen dafür bauen. Nein, nicht tun! Die sieht aus der falschen Seite! Hier, nimm! Ja, warte, es wird. Halt! Menno. Soll ich vielleicht mal da weg? Weiß ich nicht, du hättest das irgendwie auch nehmen können, glaube ich. Ah, komm, danke schön. So. Da hoch. Nee, nicht so. So. Komm, du darfst den Stein weiter tragen. Mein starker Tintenfisch. Danke. Wenn du mich nicht schlagen würdest, würde es sogar besser funktionieren. Ja, also Zeitrekord schaffen wir heute keinen mehr, aber... Wir haben auch nicht alles gefunden, oder? Es kamen keine coolen Leuchtdinger, ne? Bin ich auch der Meinung. Uns mal hoffentlich positiv überraschen. Nee, da fehlt eins. Klar. Oh. Oh. Ich glaube, wir haben was geschafft. Ah, hat's gereicht. So leichtlich. Wir haben lange nicht gespielt. Also man darf nicht zu streng sein mit uns heute. Eiswürfel für alle! Warum ist es gar nicht mehr? Ich habe heute trotzdem Eiswürfel in meinen Tee getan. Hallo? Würfel kann man immer in seinen Tee tun. Nein. Ah! Du musst, wenn ich durch bin, wieder runtergehen. Aber ich komme nicht bis dahin. Nett, ne? Moment mal. Bleib mal stehen. Ach, ja, nein. Ich verstehe. Du mir gefliegt. Bitte vor knapp. Und bitte vor dem. Kann ich nicht. Doch, du musst einfach dich trauen. Ja, jetzt müsstest du wieder drauf. Dann trauen und runterspringen. Aber da war nichts. Scheiße. Jetzt war ich aber nicht dran schuld. Nee, das war jetzt so ein bisschen. Ja. Der hat mich da voll in den Glotz gebackt. Mag du brauchst das Ding. Womit ich was anderes spiele? Nein. entschuldige. Das kann doch nicht so schwer sein. Weil wie das eine da steht, ja, wie lange brauch ich denn noch?
So. Beim ersten Mal hat es so gut funktioniert. Okay. Trotzdem, du musst springen, ich muss hier drauf, ja? Ja, ja. Ich geh drauf. Okay. Du musst runtergehen wieder. War das gleiche Spiel nochmal? Ja. Okay, ich geh drauf, ja? Ja. Muss aber auch drauf bleiben. Duckungen, oh. Oh, cool, Propeller. Scheiße. Oh, oh. Wo bist du denn? Oh, na, verdammter Mist. Oh. Bebt. Jetzt nicht mehr. Du kannst ihn, glaube ich, nicht töten. Schweinchen! Schweine! An die erinnere ich mich noch. Nämlich aber nicht, dass sie hüpfen konnten. Doch eine Stufe haben sie mal geschafft. Aber echt? Dann weiter hüpfen geht nicht. Oh doof, oh, ich will sie mitnehmen. Wo bin ich denn jetzt auch gekommen? Wie soll ich jetzt ohne Schweinchen da langkommen? Gar nicht. Ah, es kommt sterben. Zu mir. Es kommt zu mir. Das Schweinchen kommt zu mir. Das ist nämlich hilfreich. Ah, auch hier einen Druckknopf. War das mit dem Druckknopf? Da. War das mit dem Druckknopf? Geh mal hier ganz nach links. Nein, mit dem Ding. Mit dem Ding. Ganz nach links. Mit dem. Soll das Ding festhalten? Genau. Hättest du es loslassen müssen. Rechts musst du es loslassen auf dem Knopf. Ah, okay, okay, dann machen wir das Ganze noch. 3, 2, 1. Genau. Aha. Hätte ich zumindest jetzt gesagt, dass das so gedacht ist. Weißt du sowas? Das war Überlegung. Cheaten war das. Uiuiui. Hast du das dir vorher das im Internet angeguckt? Ja, natürlich habe ich mir das. Um dich jetzt auch zu retten, habe ich das auch vorher angeguckt, wie das geht. Hat jemand in einem Playthrough schon gemacht, wie man da. Aua! Man eine Lumi da rettet, ja. Aua! Ich verreck hier. Du gleich, schaffst aber das. Unaufdringlich. Ich weiß gar nicht, wie ich hier wieder rauskommen soll. Danke. Das ist so lieb von dir. Aua. Ich habe tatsächlich nur drauf gewartet. Ich schaffe es echt tatsächlich, mich selbst zu zerstören, gänzlich ohne deine Hilfe. Ey, warte mal, da ist doch noch was Geheimes. Oder nicht? Oder doch? Aber keine Ahnung. Da war nur ein Edelstein, den haben wir aber so schon geholt. Ich dachte, da wäre noch irgendwas, vielleicht was man finden kann. Geheime Level und so, man muss doch mal gucken. Ah, hast ja eigentlich recht, aber... Hier geht's nur ums Gewinnen. Seit wann geht's dir denn um Gewinn? Eigentlich nicht. Aber ich möchte nicht wahrhaben, dass ich eventuell was übersehen könnte. Nein! Wollte nur helfen. Ja, du hast alles richtig gemacht. Ich habe vergessen, RT zu drücken. Du hast alles richtig gemacht. Ich hab's auf dir rumgehauen. Du hast alles richtig gemacht. Verdammt. Ey, wieso bist du wieder hier? Weil ich den Edelstein noch mitnehmen muss. Hast du den nicht gesehen? Hab ich den nur gesehen? Ach, ich hab nicht mehr als darauf geachtet. Ich sehe mehr als du. Juhu. Ja. Mann, dafür vergesse ich nach wie vor RT zu drücken. Nein. Verdammt. Komm wieder her. Scheiße. Mir warst du ein bisschen woanders. Nein. Ich weiß ja, wie gesagt, gar nicht, wo ich bin. Hast du den jetzt schon geholt? Den rechten oder den linken? Beide. Okay. Wart. Ach, da oben ist ja noch so einer von den Robotern. Ja. Also. Das ging nicht. Ja, ich hab's gemerkt. Aber warum geht's denn auf der Seite? Weil da keine Stacheln sind oben drüber. Hä? Da sind Stacheln oben drüber. Ja. Warum geht denn das auf der Seite? Du machst dich über mich lustig. Zwar vollkommen zurecht, aber. Boah, das jetzt ist aber schon echt heftig, ne? Wie soll man das denn machen? Du musst da durchspringen, ohne getroffen zu werden.
bin voll mit maßlos überfordert. Das kann doch gar nicht. Ah, natürlich, so geht's. Wenn man, ja. Nicht alleine? Ja, hab ich für dich geopfert, damit du da hochkommst. Die Lumi braucht Konzentration und vermasselt das. Das ist quasi Flappy Birds in Battleblock Theater. Gespielt. Ach komm! Irgendjemand von uns soll das jetzt mal schaffen. Im Zweifel du. Ups. Einfach abhauen zählt nicht. Ich bin nicht dran, du bist dran. Ja, aber dann bleib auch da. Du musst mir seelischen und moralischen. Bin ich dran. Ich bin nicht dran. Guck dich an, als Ziel. Komm zu mir. Ha. Funktioniert. Ha. Ha. Jetzt möchte ich aber hier auch bitte tiefste Ehrfurcht für mein Können. Kannst du mal kurz runtergehen? Einmal? Dass ich hochfliegen kann und dann wieder drauf? Dankeschön. Und nochmal. Dankeschön. Hast du gut gemacht. Ja, danke dir. Ich wäre eine gute Motivation. Oh. Hi. Hallo. Au. Dein Thema läuft. Nicht dein Ernst. Das ist auch eine Art der Fortbewegung, ja. Au, nein, nicht tun. Oh, hört auf mit mir zu kuscheln. Ich liebe kuscheln, aber nicht jetzt. Aber wann denn, wenn nicht jetzt? Ja, nicht von komischen Mörder-Riesenkatzen. Lieber von Laserstrahlen. Ja. Aua. Da kommt man gar nicht. Ach, da muss man durchsliden wieder. Oh. Das haben wir heute noch gar nicht gemacht. Hey, hey. Oh mein Goodness. Jetzt den, ich den. Ja, musst du den holen. Ah, da kann man wieder alle. Ach, verdammt, da war noch Wasser. Danke. Ich war's gar nicht. Du hast mich so blöd getroffen, dass ich zurückgeslidet bin und gegen den Laser. Ja. Kann nichts dafür, wenn du in die falsche Richtung rutschst. Red ich nicht mehr mit dir. Das wird aber dann schwierig, das Spiel durchzuspielen. Dann muss ich halt irgendwelche doofen Geschichten erzählen. Oh nein, 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 dann rede ich doch lieber wieder. Ich hab nicht gesagt über dich, ich hab tatsächlich gar nichts Schlimmes erzählt. Aber okay. Ich dachte auch nicht über mich, aber blöde Geschichten klingt so blöd. Ha! Tell the obvious. Blöde Geschichten sind blöd. Okay. Ah! Au! Ja, geh du mal nach vorne. Ich glaube, wir müssen uns hier gegenseitig werfen. Die Idee war ganz gut. War super. Jetzt? Moment. Ah. Ja, du hast blockiert. Ich war zu dick. Kann ich mit dem hier, hast du mit dem hier schon irgendwas gemacht? Ja, ich habe den weggeschoben, um die Katze zu töten. Hä? Ich bin ja nicht zu fett. Da oben ist noch einer, ne? Ja, dann hol doch noch einen. Achso, du warst tot. Der ist in einer Truhe. Au! Flop, 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 flop. Bin. Nein, nicht blocken! Ich komme nicht wieder weg. Au. Okay. Sterben kommt. Mit Fässern sieht relativ ungesund aus. Aua, ja. Autsch. Aua. Och. Hat ein bisschen was von Donkey Kong, aber im guten Sinne. Hier brauche ich Hilfe, oder? Ja, Moment. Nein! Ah, hier. Nimmst du mich hoch? Warte, erstmal, ich kann dich fangen, gell? Ja. Okay, warte. Vielleicht sollten wir aber auch ein bisschen Acht geben auf dieses. Na!
Kann die anhalten? Ja, wenn das mal tun sollen, wir Schlauköpfe. Um hochzukommen? Dann kommen wir eben nicht mehr durch. Du müsstest noch mehr anhalten, damit ich hier hochkomme. Nee, kann, da komme ich lang mir eh nicht. Ich müsste eigentlich... Ja, aber es gibt zumindest keine mehr, die durch die Gegend fliegen. Okay, das war jetzt super uncool von mir. Das meine ich mehr so. Ja, aber jetzt komme ich nicht mehr hoch. Die kommen jetzt gleich wieder. Da kommen sie wieder. Vielleicht müssen wir mit denen was bauen. Oh. Kann da auch so viel einfacher sein. Komm, meine Kleine. Danke. Ich bin ein Einhorn. Ich helfe gerne. Upsi. Ich bin ein Einhorn. Ich helfe gerne. Ja. Verdammt. Kommentier das jetzt nicht weiter. Jetzt lässt du mich einfach alleine. Richtig. Du hast es verdient. Guck mal, dieses süße weinende Einhorn an. Ich komme wirklich nicht hoch ohne dich. Ernsthaft? Okay, ich sterbe schon. Cool. Hm. Kann sich aber oben nichts mehr passieren, weil ich da stehe. Okay, meinst du, das, dann, das ist sinnvoll? Kannst du doch da oben drüber? Glaube ich nämlich nicht. Nee, du kommst da nicht durch. Ist ja nur eins hoch. Aber so macht keinen Sinn. Müssen wir Steine irgendwie da hochbringen? Fragezeichen-Symbol macht deutlich, dass es knifflig wird. Nee, wenn du springst, verlierst du auch keinen Schwung. Vielleicht mit Werfen? Ja, dann flacher ja. Ist. Versuch mal, hier so da, wo du stehst, zu werfen. Ja. Jawohl. Werf mich nochmal bitte, kurz. Andere Richtung? Welche Richtung? So. Nein, ich hab nochmal springen müssen. Sorry, nochmal. Ich weiß nämlich nicht, was die noch brauchen. Das da. Und wohin willst du es denn mitnehmen? Hoch. Das ist jetzt mein Buddy. Dein Begleiter Cube? So, ich lasse ihn einfach hier liegen. Ist das ernsthaft so ein Begleiter Cube? Ja, das ist ein Companion Cube. Och, verdammt, hier kriege ich nur. Hier, dafür brauchen wir doch bestimmt. Jetzt müssen wir nämlich hier den drauf tun, damit wir weiter können später. Du musst du nicht da drauf stehen. Guck mal, jetzt kann hier einer hier oben sich hinstellen, dann kannst du weiter. Siehst du, wir brauchen den. Hier oben ist, glaube ich, noch mehr. Das ist vielleicht hier unten ist auch noch einer. Ja, aber der kommt, das ist extra, da müssen wir noch, sowieso noch hin. Ja, ist ja gut, ich komme hier schon. Ich glaube, wenn du hochkommst und ich das dann mache, besser. Mehr Sinn, ne? Autsch. Da kommt übrigens eine Granate geflogen. Danke für den Hinweis. Ich wollte nur erwähnt haben, dass eine Granate geflogen kommt. Warte mal, wir müssen den Dings wahrscheinlich runterholen. Nimm mal das Ding da weg, genau. Ja. Dann kannst du mit nach links laufen mit dem Ding. Granate rollt doch. Ja, und vor allen Dingen tötet es das Ding da oben, ne? Ja, das auch. Oh, und da unten ist noch... Autsch. Was ist da unten? Das Wollknäuel. Jetzt muss ich bloß überlegen, wie du da rankommst. Ich habe keine Ahnung. Geordnet. Wahrscheinlich... Geheimgang? Ah... Geheimgang-Profis hier. Manchmal habe ich sogar Ahnung. So. Wie komme ich denn jetzt dahin? Wahrscheinlich nur mit Sterben, ha? Huh? Echt, man braucht den Cube. Bist du nämlich jetzt sogar ohne Sterben gekommen? Was? Hier. Oh. Da war ein Loch. Da muss ich dich erstmal. Scheiße. Ein bisschen besser timen. Müssen wir den Cube mitnehmen noch? Auf, nein, du springst drauf, ich renn rüber. Wenn, nach dem Ding natürlich. Ah! Nein, du! Jetzt kann ich's vergessen, da alleine. Tut mir leid, ich wollte nicht da drauf, das steht direkt daneben. Ich will da doch hin. Willst du es jetzt nochmal versuchen? Nein, aber es ist trotzdem ärgerlich. Ich bin aber gut. Einmal zu weiter rechts gesprungen. Tut mir leid. Du bist schuld. Gebe ich zu. Wir spielen schon seit 25 Minuten. Schaffen wir das noch? Ja, komm. Überfolgen, ne?
Als Ausgleich, dass wir so lange nicht gespielt haben. Wofür brauche ich den? Ich Frage, warum wir den brauchen. Sinnvoll. Oh, verdammt. Gerade getötet? Nee, du hast sie selber abgeworfen im Stein. Nee. Ah, jetzt hab ich den gleichen Fehler gemacht, den du eben gemacht hast, ne? Ja. Ja, ja, so viel zum Thema aus Fehlern von anderen lernen. Kann er hier schon mal. Du stehst im Weg! Du stehst ja recht eiskalt in den Weg! Ich wollte ihn entgegennehmen. Du kannst ihn nicht entgegennehmen. Den kann man nur aufheben, wenn er daneben steht. Das hab ich jetzt auch bemerkt. Ich laufe jetzt einfach weiter. Wir brauchen ihm mit Sicherheit noch. Aua. Da oben ist schon wieder so ein Fragezeichen. Ja, und ich werfe mich immer ab, weil wir mit Sicherheit das Ding von da unten brauchen. Man braucht es bestimmt. Es ist so kompliziert, es da hoch zu schaffen. Aber machbar, ne? Kompliziert, aber machbar. Deswegen braucht man es garantiert. Meine Hilfe brauchst, sag's mir, ne? Nö, ich schaff das. Ganz allein, ich bin schon ein großes Einhorn. Mit einem großen Horn? Das kannst du gar nicht beurteilen, wie groß das Horn wirklich ist. Weil ich keine Vergleichshörner gesehen habe. Genau. Ich bin jetzt das letzte Einhorn. Ich kann dich nicht weiterhin mitnehmen, das klappt nicht. Okay, also. Wofür brauchen wir dich jetzt? Ach, diese blöde Lex. Kannst du es nicht hier hoch noch kriegen? Da bin ich aber eben auch ohne Fassel hochgekommen. Ja, der Hof wäre halt schon ganz gut. Ich weiß nicht, musst du es doch fangen? Ne, ich komme sogar bis dahin. Guck mal. Wisst ihr, dafür braucht man es. Hm. Da oben war noch irgendwas hochgekommen. Kannst du links mal anstupsen? Ja, warte mal. War's schon. Bin ich der Meinung. Ein Löcher. Hey. Ich hab Angst, dass wir gleich eine Granate abkriegen, wenn wir das offen lassen zu lange. Nee, hey, der zielt doch gar nicht so, dass ich da rein kann wegen dem Luftdings oben. Danke. Du hast es aber deswegen eingesammelt. Danke und das hast du verdient. Jetzt sind beide tot. Was ist, geht eigentlich ab mit dir? Bist du eine Freundin? Wir sollten zusammenspielen. Ich bin ein Einhorn. Ich bin ein aggressives Einhorn. Du hast meine Horngröße beleidigt. Was hab ich? Meine Horngröße beleidigt. Hab ich gar nicht. Du hast impliziert, ich hätte ein kleines Horn. Geh weg. Du bist gemein. Ich mag keine Tintenfische mehr. Geh weg. Solange du dich wieder umbringst, gehe ich auch gerne weg. Nimmst du mich mit? Ich weiß nicht wie. Links über dir. Ach, da. War das jetzt gespielt oder ernst? Bin mir gerade nicht sicher. Gespielt. Ah, okay. Bin viel schlauer, als ihr alle denkt. Ja, merke ich. Das war sogar wirklich sinnvoll. Ah, verdammt. Ja. Nee, nicht tun. Faden verloren, wo ich bin. Wo bin ich jetzt wieder zurück? Hör auf, das sind Spitzen. Ich warte hier mal. Nicht springen. Also dann schon danach, aber nicht vorher. Bau. Hitte.
Magst du springen irgendwann? Nein. Was macht der Frosch da? Keine Ahnung, was er da macht. Sich werfen oder so. Ja, verdammt. Oh, das ist das Ding. Oder so. Du jetzt auch wappen können, bis das oben ausgeschaltet habe, das kannst du ganz normal unten drüber springen. Traue dir nicht. Ich bin doch ein nettes Einhorn. Guck mal, wie lieb ich gucke. Können diese Augen lügen? Das hat mich ein bisschen an die South Park Folge mit den Weihnachtstieren. Weihnachtstieren? Bin ich? Nein, magst du mir vielleicht jetzt helfen? Nee. Da gibt es eine Folge mit ganz, ich glaube Stan oder sowas. Einer von denen erfindet eine Geschichte mit netten, liebes Weihnachtstieren. Die Weihnachtstiere sind aber übelst brutal. Sprechen davon, jemanden umzubringen und ihn dann in seinem Auge zu vergewaltigen, oder ich weiß. Du hast mich weggeschubst! Nur um dann noch auf meine Leiche im Wasser zu stehen. So schwere Geschütze anwenden, damit ich wegbleibe. Sonst schubst du mich wieder ins Wasser und stellst dich auf mich. Noch im Tod werde ich misshandelt. Nichts Schöneres, als dich zu misshandeln. Nur weil ich ein langes Horn habe. Oh Gott, das hat mit Assoziationen, die willst du gar nicht wissen. Mit langen Einhörnern? Mit langen Hörnern. So, machen wir noch das Level hier fertig und dann würde ich sagen, war's das mit der Folge. Ja, ja. Und wieder ein halbes Kapitel geschafft. Die Folgen werden nur ein paar Minuten länger. Du stirbst. Verdammt zu früh. Ehe. Unschlüssig, soll ich dich werfen? Von hier vielleicht. Unten? Verdammt, wieder zu früh. Wir sind hier nicht bei Jackass. Jetzt hopp. Okay. Zack. Geh mal da unten weg, da oben bitte. Okay. Fragezeichen. Okay, du musst auf die andere Seite. Und musst das timen mit dem Teleporter. Und du kannst mal gucken, ob ein Geheimgang ist zu dem Ding da. Du musst das timen. Keine Absicht. Ich bin rutschig. Kommt's mir so vor. Du bist rutschig, bist Tintenfisch, ja? Über dir könnte es irgendeinen Geheimgang geben? Nee, okay. Wäre zu easy heutzutage. Ups. Tü-düm. Kann sich nur noch um Stunden handeln? Zum Glück haben wir ja Jeopardy-ähnliche Musik und daher musst du nicht selber jetzt machen. Fuck! Das schauen keine kleinen Kinder. Wenn bei dir kleine Kinder zuschauen würden, oje. Die hätten ihren Eltern aber einiges zu fragen. Mir? Die hätten ihre Eltern mir einiges zu fragen. Quatsch. Aber doch nicht. Immer noch unschlüssig, wie man zu dem kommen soll. Oh, verdammt, du darfst nicht so hoch fliegen. Hab ich schon gesehen, du darfst nicht so hoch fliegen. Verdammt. Du musst wahrscheinlich hier unten irgendwie rein. Ah. Oh. Joa. Oh, wir brauchen hier wahrscheinlich nochmal. Ah, nee, geht auch so. Ich frag mich nur, wie das mit dem Wollknäuel ist. Das war da auch irgendwo. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich echt nicht bewegen. Du musst springen. Das ist nur ein bisschen anstrengend. Ich weiß jetzt aber nicht so. Oh, es geht jetzt aber so weiter. Okay. Ah, okay. Ach nö, oder? Du weißt schon, dass man hier werfen soll, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Nicht! Das Timing war schrecklich.
von mir. Na, komm her. Ja. Teamwork. Ich mag die Musik immer noch. Ja, ich auch. Autsch. Ach, verdammt. Ist aber auch irgendwie rüber, gell? Da ist nämlich noch ein... Ja, hab ich auch gerade realisiert. Wir hatten... Aber den Wollknäuel haben wir jetzt nicht, ne? Welchen Wollknäuel? Wo ist denn der? Der war irgendwo oben, aber auch halt auch irgendwie unten drunter so. Da rechts ist er. Kommen wir da nochmal hin? Ja, kommen wir nochmal hin. Ist doch vom Echse dann, ja? Ja, ja. Ich hab ihn nur vorhin schon mal gesehen. War auch grad voll smart von mir, ne? Hab mit einem Finger drauf gezeigt, wo er ist. Das hast du gesehen, ne? Ich hätte also sogar eine Facecam bei dir. Ich saß gerade echt vor meinem Rechner und zeig auf dem Bildschirm, wo es ist. Also ich fühle mich dir sehr nah, auch wenn du definitiv nicht im gleichen Raum bist wie ich. Ich glaube, du musst auf mich draufspringen, um dann weiter hochzuspringen und dich wieder festzuhalten. Da komme ich nicht hin. Denn? Wie komm, kann ich dich nicht oben festhalten lassen? Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll von da an. Nein! Verdammt! Ich hab auch so Lust. Ich wusste nicht, wo ich gerade angefangen habe. Ja, mach das mal da. Nein! Oben. Das ist quasi ein Adventure Map. Da unten. Da auch nicht. Ich spiele gerade Minecraft. Wow, verdammt. Lol, ich kann nicht stehen. Das ist interessant. Wieso hält er sich nicht mehr fest? Ist mein Controller kaputt oder was? Jetzt würde sich eine Facecam bei dir lohnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich jetzt rüberkommen soll. Du darfst nicht zu weit an den Rand, verdammt. Ah, okay, zumindest den Dings haben wir schon mal. Geht nur noch das Wollknäuel. Zu hoch gesprungen. Willst du überhaupt hin? An die rechte Seite an den Festhalteding. Tatsächlich. Wo ist denn da rechts was zum Festhalten? Ach, du meinst es da in der Mitte? Ja, aber ich habe noch keinen Plan, wie es danach weitergeht. Ja, ich auch nicht. Vielleicht, wenn man zu zweit an dem, also wenn einer schon dort unten an dem Ding sich festhält und der andere oben drauf springt. Scheint mir eigentlich nicht so sinnvoll. Halt dich doch fest! Dann lass hier mal ausmachen, bis du kommst. Der hält sich mir nicht mehr fest, mein Einer hat einen schwachen Arm. Dafür ein starkes Zorn. Ich war auf dir. Ja, du kannst doch gerne wieder raufkommen. So, okay. Jetzt rechts an den Wänden da so hochdatschen. Aber ich komme nicht sonderlich weit hoch. Ja, rechts, du gehst rechts an die Wand, wo das Ding rausschießt und gehst dann links, wo das Ding gegenschießt dran und dann wieder rechts. Geht hoch. Nicht, ich kann links nicht dran, das ist keine klebrige Wand, wo das Ding gegenschießt. Nee, aber so bum bum bum, oder? Kann man ich das kann da nicht machen? Dran, du fährst einfach daran runter, ich kann das dir zeigen, Moment. Okay. Mehr als das geht nicht. Ach komm. Vielleicht doch irgendwie von der anderen Seite? Er hält sich nicht fest! Blöde Mistkröte! Das Eis! Ich hasse das Spiel manchmal. Ich hab nicht gesehen, dass da Eis ist. Ich dachte, das wäre Absicht, weil du keine Lust mehr hattest. Nein, ich hab nicht gesehen, dass da Eis ist. Ich war zu unfähig dafür wieder. Wenigstens habe ich uns noch den letzten Edelstein. Ja, gemacht. Danke. Aber ich hatte echt keine Idee, wie wir da rankommen. Ich hätte es ehrlich gesagt auch nicht. Wenn einer unserer Zuschauer einen hat, können wir mal dazu schreiben. Ja, bitte. Also wenn ihr irgendwie eine Idee habt, wie man da springen muss, am besten mit Videoerklärung, wäre so super. Ja, verlinkt, ihr dürft heute mal eigene Werbung für euren Kanal machen. Verlinkt uns euer, wie habt ihr es gemacht? Shame on Hattie Hattington für dieses Level. Ja. He betrayed us. Shame on him. Aua.
Ich mag Frösche nicht mehr. Aber wir müssen für diese Folge leider Schluss machen. Hoffentlich schaffen wir es für die nächste Mal ein bisschen schneller. Es lag ja nur an dir. Ja, immer. Du hast ja so wenig Zeit. Ja. Okay. Aber dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald und ein bisschen Eis für den warmen Sommer. Oh, jetzt geht's nicht. Naja. Tschüss. Tschüss.